Die zweite wichtige Frage ist die Frage nach Füße ja oder nein. In dem Fall habe ich hier einen mit Füßen. Wenn ich aber mehr Flexibilität haben will, empfehlen wir immer den Kollegen ohne Füße zu nehmen. So hat es den Vorteil, ich kann ihn wunderbar zum Beispiel hier auf dem Kochfeld abstellen und kann jetzt auch auf dem Kochfeld arbeiten. Habe aber gleichzeitig die Flexibilität durch dieses kleine Edelstahlgestell hier, dass ich ihn trotzdem auch nutzen kann mit Briketts drunter. Ich kann nämlich jetzt auch die Briketts ganz einfach unter das Gestell stellen. Noch ein kleiner Lifehack, wenn ich so ein Ding in eine Feuerstelle stelle, wo zum Beispiel einfach nur Erde ist, dann sackt der ein und erstickt euch die Briketts. Wenn ich so hinstelle, wird es sicher auch irgendwie einsacken. Ich könnte es aber auch einfach umdrehen und dann habe ich viel mehr Auflagefläche. Das ist so ähnlich das Schneeschuhprinzip. Damit sackt man nicht ein. Deswegen würde ich dieses Modell auch eher für den Outdoor-Zweck empfehlen. Macht auf jeden Fall Sinn.